Zumindest sind sie für mich die besten. So. Wo ist eigentlich Chu? Weißt du, was Virudo Wuchu sich wieder rumtreibt? Der hat wahrscheinlich auch von seiner Hotbox gegangen, statt auf Hitbox. So. Komme ich hier zu den Fluss? Nö, komme ich nicht. Oder? Nein, ich meinte Anime Openings, wie Bruder. Ich meinte Anime Openings. Warum kann ich von der einen Stelle da zum Dingsen? Wenn es so. Das muss man auch wissen von seinem Lieblingsspiel. Also Virudo, das geht gar nicht. Ich glaube, IT hat kein Opening. Potion erhalten. Aha, ich kann gar keine mehr aufnehmen. Habe ich jetzt 100 oder was? Nö, immer noch 99. Mal so eine Idee, ob ich jetzt vielleicht weitere 99 habe. Nö. Okay. Das war scheinbar irgendein komischer. Okay, es geht, cool. Irgendein komischer Fehler. Als Jack war er noch auf dem Server, okay. Dann schreib ihn an, er soll zum Stream kommen oder ich hau ihn. Dankeschön. Spaß. Dort. Nee, hä? Hast du mehrere Eingänge irgendwie? Ich habe es so viel durchgespielt, dass ich alles. Ja. Wenn hier sind wir falsch. Das ist nämlich die Höhle mit der Statue von. Ja. Von Windboss. Lupa? Kamido? Das war irgendeine geheime Sprache. Ich weiß nicht mehr, wie man das lesen konnte. Rückwärts auf jeden Fall nicht. Ja, doch, ich weiß, was heißt. Ich glaube, das hieß. Das hieß, genau. Das hieß, du bist ein Mensch, oder? Ich glaube zumindest. Die Wände lassen ein unheimlich. Lupa Kamido. Ja. Übrigens übermorgen, auf YouTube jetzt lange nicht mehr, das kommt ein bisschen später hier hochgeladen. Auf jeden Fall kommt übermorgen, wie gesagt, für YouTube nicht mehr, mein 100 Abonnenten-Stream. Und da werden wir IT spielen. Das war jetzt ein kleiner Gag irgendwann zwischendrin. Das verrate ich exklusiv den lieben Virudo. Astral Gag. So. So. Würdest du bitte aufhören, meinen ganzen Sneakier zu töten? Dankeschön. Oder fast zu töten. Das wäre nett. Ich weiß nicht, ob ich mit Magie so. Ach, ich habe jetzt auch etwas, stimmt. Vitra. Ja. Da freut er sich. Der Virudo. Jetzt sagen wir aber nicht hier in der Eishöhle und gleich schon nächste Kristall. Das wäre leicht lame, irgendwie. Ja, einfach halt ein ganz besonderes Stream. Wo halt viel Scheiße passieren wird und so. Also. Alles wird explodieren und klar. Das wird cool, glaube ich.
So. So eisbelastend du Geschoss. Die Musik klingt gut, deswegen glaube ich, hier kommen keine Gegner. Ich weiß es aber nicht. Okay, getäuscht. Da, Cockatrice, stimmt. Die gab es halt auch in dem Vulkan, aber in Rot und ein bisschen anders designt, aber es waren halt so quasi die gleichen Gegner irgendwie. Im gewissen Sinne. Wie viel Uhr? Samstag ab 17 Uhr wahrscheinlich. Tipp ich einfach mal so drauf. Schlaf, der kann einschlafen lassen, okay. Immer noch? Nö. Und der nächste Kampf, krass. Dip, dip, dip. So. Oh, Prisco-Dämon, cool. Sehr uncool. Ich hasse sie. Ich weiß, bei meinem ersten Playthrough fand ich die da, als dieser kleine Miniboss da war. Sau schwer, aber das sind sie halt nicht. Da geht's runter, okay. Noch 30 Minuten Final Fantasy und dann wahrscheinlich zum Ende von Final Fantasy werden alle wieder kommen. Oh, gleich Splatoon, yeah! Ich tippe so 22.50 Uhr kommen alle wieder. Hey, Splatoon, yeah, yeah, yeah! So, jetzt nichts mehr, okay. Yeah! Man hört die Hund bellen, so professionell und so. Ich mache mal kurz das Fenster zu. Oh ne, ich lass auf, ich ersticke drin sonst. Ach ja. Ich glaube, als nächstes kommen wir irgendwie zum Wasserdings oder so, also zu dem Wasserkristall, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, ich glaube es aber. Aber halt nicht hier. Moment, doch, wäre es ziemlich komisch. Weil es hier halt gerade nicht nach Schwierigkeit aussieht, deswegen. Dunkelmagier. Ist das nicht einfach nur Astos bloß anders designt von der Farbe her? Sieht zumindest so aus. Und was ist Feuerer? Oh Gott, was ist das denn jetzt? Wenn Käfter das sagt, man das lass. Das kann ich nicht sagen. Ich finde selbst, dass es ein gutes Spiel ist. Nicht das beste Spiel aller Zeiten, aber es ist echt ein ganz gutes Spiel. Das beste Spiel ist immer Dragon Quest 8. Wo man nicht finde, dass Dragon Quest 8 nicht das beste Spiel ist, hat entweder keinen Geschmack oder keinen Sinn für JRPGs oder ist einfach inkompetent zu erkennen, dass das Spiel richtig gut ist. Nein, Spaß, ich lasse ihn seine Meinung. Ich streite mich ja nicht großartig rum. Jeder hat seine eigene Meinung und ich habe meine, dass Dragon Quest 8 bester Spiel ever ist und deswegen, ja. Ist halt so. So. Ich mache auch kurz mein Licht nochmal an. Bis gleich irgendwie so. Und dann bin ich wieder. Was? Oh nein!
Das habe ich jetzt missachtet. Ja, okay, stimmt. Neben E.T. natürlich. Das habe ich vollkommen vergessen. E.T. dann Dragon Quest 8. Ich lasse heute Abend wieder diese Your Favorite 4 Games Dings da auf Twitter aufleben und tagge dann Virudo. Virudo wird dann alles vor E.T. haben. Viermal E.T. Die GBA-Version. Ups. Ich glaube, E.T. hat irgendwie eine GBA-Version. Kann das sein? Habe ich mal irgendwo gelesen. Ja. Ich sag's doch, jetzt zum Ende von Final Fantasy kommen alle wieder. Willkommen zurück, Kev. Willkommen zurück unter den coolen Menschen, die Final Fantasy gucken. So, ich weiß gerade leider nicht, wo ich hier gerade bin. Das ist unvorteilhaft. Liebe auf den ersten Blick, Rudo und Kev. Die Scheiße. Und die Liebe ist wendet. Wow, 10.000 geht einfach mal. Das ist gar nicht viel oder so. Nein, wie kommt ihr darauf? Aber Kev. Berude, du musst jetzt sagen, dass Last of Us episch ist, dann mag dich Kev wieder. Ist es übrigens auch. Richtig gutes Spiel. Vor allem das Soundtrack. Boah, ich liebe den Last of Us Soundtrack. Der ist Hammer. Vor allem das Main Theme. Boah. So. Das passt so. Oh Gott, ihr schon wieder. Geht weg. Verschwindet aus meiner Sichtweite. Schlafsack, Gill, Frostschild. Da brauche ich mir Grafikfehler. Frostschild. Okay. Ja, jetzt bin ich auch mal wieder hier, natürlich. Im Chat geht's gerade nur um die gebrochene Liebesstory von Kev und Mirudo. Ja, Kev hatte ich ja auch schon mal so ähnlich, als die meine ganz langen Kanäle 2 oder 3 Mal gelöscht haben. Und dass meine ganze Abo-Liste gelöscht war, war auch schon mal so. Mit dem alten Kanal. Mit dem uralten Kanal. Mehrere Male sogar. 2 oder 3 Mal. Das ist super. Das ist voll toll. Außer Jonsch. Ach ja, ich habe Jonsch auch nicht abonniert, glaube ich. Außer Jonsch Best auf Kanal. Und jetzt kommt Jonsch. Hey Marvin, das habe ich gehört. Gleich schreibt Jonsch wieder Kev auf Skype an. Kev, sag Marvin, das habe ich gehört.
Ach, geht's weg. Oh, ich bin ja fast tot, fällt mir gerade so auf. Ah, noch 20 Minuten Final Fantasy. Dann geht's über zu Splatoon. Ich hab's geil. Ja, genau. Glaube ich dir aufs Wort. Schick mir das Bild von Skype im Chat, dann glaube ich es dir, Kev. Okay, war fake. Wusste ich doch. Das kommt im... Was bist du? Das kommt im 100.000 Abos... 100 Abos-Stream dieses Wochenende, Gerudo. Habe ich schon mit dir abgemacht und diesmal kann auch jeder. Meint die zumindest. Vielleicht kommt ja wieder was dazwischen, aber sollte eigentlich nicht so sein. Kronk meint, er kann nur vielleicht, aber es sah jetzt gut aus. Deswegen, ja, kommt dieses Wochenende. Ich glaube, ich nehme die 100 Abo-Stream sogar auf und lade auf YouTube hoch. So. Ich glaube, gleich kommt der leichteste Boss im ganzen Spiel. Ich weiß es nicht mehr. Kann zumindest aber sein. Ich glaube schon. So. Diesmal auf die Dinger achten. Ich erinnere mich irgendwie an Dragon Quest, die Monster. Ich weiß nicht wieso. Ganz viel, Gerudo. Ich weiß noch nicht genau, was gezockt wird alles. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Wie komme ich jetzt zu dem Kristall da? Da ist doch nirgends vom Weg, oder doch? Bin ich gerade blind? Nö, das, da ist doch kein Weg. Hä? Aha. Okay. Interessant. Ich hab echt keine Ahnung, wie ich hier... Ah, hier war ich noch gar nicht. Cool. Nein! Dann habe ich an der Feuerhöhle nicht geschafft zu killen, den Affen. Okay. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück in die Feuerhöhle und irgendwann besiege den Affen. Frostpanzer. Ja, das war heute irgendwann zwei. Gab es nicht irgendwie so einen weißen Drachen in Yu-Gi-Oh? Kann das sein? Ich erinnere mich an irgendwas. Nein, er ist tot! An irgendwas. Could this be? I don't know. Engel. Psing. Vikra. Einfach weil ich es kann. Und da reicht Vitra. So.
Na okay, das nächste cool. Und ihr schon wieder. Ich weiß halt gerade echt nicht, wie ich jetzt hier weiterkommen soll in dieser Höhle. Hier lang vielleicht. Nein, das ist nix.